einmal dem Komponisten die Hand schütteln, einmal ihn zu seinem Werk beglückwünschen. Edgar Rothermich ist der Star des Abends, so ganz ohne Starallüren. Der Unterfranke, der erst nach Berlin und dann nach Hollywood ging, um Karriere zu machen, genießt es sichtlich, wieder zu Hause zu sein, im 5000-Seelen-Örtchen Mömmlingen bei Aschaffenburg. Seine Wurzeln hier hat er auf der anderen Seite des Erdballs in Los Angeles nicht vergessen. Deshalb hat er auch ohne groß zu überlegen zugesagt, als ihn Pfarrer Manfred Jarosch gebeten hatte, eine Messe für das Jubiläum der Corpus Domini Kirche zu komponieren. Ich bin Filmkomponist, arbeite für alle verschiedene Musikstile, aber eine Messe komponiert man nicht jeden Tag. Das heißt, es wäre dann wieder was Neues. Ich habe für Vokalensemble vorher schon komponiert. Aber das ist ein größeres Werk und da muss man sich erstmal rein vertiefen und das macht man nicht so an einem Nachmittag. Und eingeübt wird solch eine Messe dann auch nicht an einem Nachmittag. Für die Uraufführung haben sich der Kirchenchor und die Sängervereinigung Mömmlingen zusammengetan. Stimmgewaltig soll es werden. Bei der letzten Probe hört der Komponist ganz genau hin. Man kriegt so eine gewisse Gänsehaut, wenn man daheim im Studio arbeitet und die Sache komponiert oder man hört es dann auch. Und dann in der Kirche mit der Akustik, das ist schon ein ganz anderes Erlebnis. Und wenn die Harmonien da zusammenkommen und es ist schon ein erhebendes Gefühl. Ja. Und von dem Klang der Mömmlinger Messe darf sich dann auch die Gemeinde überzeugen. Beim Festgottesdienst anlässlich des 50. Geburtstags der Corpus Domini Kirche. Nicht modern, sondern eine Messe im klassischen Stil. Das Rezept? Einfache Harmonien wie bei Avo Pärt, gemixt mit melancholischen Passagen à la Gabriel Fauré. Die Gemeinde ist stolz auf ihre eigene Messe made in Hollywood. Es war sehr, sehr schön. Das war wirklich das Highlight von dieser Veranstaltung, von diesem Jubiläum. Wunderbar. Was mich besonders angesprochen hat, war diese Verbindung von Festlichkeit, Feierlichkeit und doch auch vielen meditativen Elementen, die die Musik rübergebracht hat. Ja, ich habe selbst mitgesungen und ich habe die Messe von Anfang an mit jedem Mal Probe lieber gesungen. Als Mömmlinger ist man natürlich auch ein bisschen stolz, wenn man sowas dann hören darf. Und ein Mömmlinger der Komponist ist, das ist klar. Ne? Ein Mömmlinger-Bu. Können wir ja stolz sein, ne, dass wir so was haben in Mömmlingen, oder? Auch der Komponist ist nach der Uraufführung sichtlich erleichtert. Und war ich sehr überrascht, vor allem auch mit der Akustik, wo ich meine Bedenken hatte mit der großen Kirche, wenn viele Leute drin sind. Aber es klang, der Klangkörper kam wunderbar rüber und die ganzen Harmonien. Also bin sehr, sehr zufrieden. Also es war einfach wunderschön. Da konnte man so richtig als Dirigent drin baden. Das haben sie ja gemerkt, da konnten wir da in den Himmel hinaufgefahren und dann sitzt es zu rechten. Also es hat er super gemacht. Nach gelungener Premiere kann Edgar Rothermich nun ganz entspannt seinen Heimaturlaub genießen, bevor es dann wieder für ihn nach Hollywood geht, zum nächsten Musikprojekt.